andere Frage, die Karten zeigen mir einen Weg. Hallo ihr lieben Fische, wir schauen in euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der, jetzt hätte ich bald Schiffe gesagt, Fische. Eieiei. Was habt ihr hier Schönes? Die Blumen, günstige Gelegenheiten, Einladungen und Geschenke. Irgendetwas, das Zuwachs kriegt und was euch eure eigene Größe leben lässt. Es kann auch eine Aussöhnung sein, ein Treffen mit der Vergangenheit. Das Kennenlernen einer interessanten Person. Ihr habt hier vielleicht das Gefühl, dass ihr vieles alleine machen müsst oder dass ihr ja viel Kraft verliert bei irgendetwas oder viel Vertrauen braucht, das ins Leben gebracht werden muss. Scheint ja aber so, dass sich hier etwas wandelt zu euren Gunsten. Es kann ja auch eine gute Nachricht von einem Amt oder Behörde sein. Eine gute Nachricht vom Chef oder von einer Person, mit der ihr zusammenarbeitet. Und ihr wollt irgendwie im Unterbewusstsein einen guten Weg gehen, neue Wege wählen, Entscheidungen treffen, die euch, die euch weiterbringen, die einen Weg auch beenden oder wo ihr denkt, ich möchte diesen Weg jetzt gern mal zu Ende gehen. Ihr habt den Klemik dabei. Es kann ja sehr wohl um eine Person gehen, die euch gute Nachrichten überbringt. Kann auch ein Vaterthema sein, das ihr hier überwindet. Abschließend mit der Vergangenheit. Das Außen ist sehr wichtig für euch. Wie präsentiert ihr euch? Wie werdet ihr wahrgenommen? Das Außen sind auch Umstände, die wir nicht kontrollieren können, die sich zeigen. Es geht vielleicht auch um Entscheidungen im häuslichen Bereich. Das Umfeld spielt ja auch eine große Rolle. Möglicherweise sind es auch so Entscheidungen, die ein Muster brechen lassen, die sich so eingeschlichen haben, die sich schon manifestiert haben. Hier ist so diese Energie, die bringt ein bisschen davon mit, dass man für sich einsteht, dass man nach außen das zeigt, was der wahren Größe entspricht. Und wir haben hier den Neubeginn in allem Vertraglichen und auch auf der Beziehungsebene. Möglicherweise ist es auch hier etwas, was im häuslichen Bereich ansteht, ein Umzug, eine Veränderung von Vertragsverhältnissen. Oder auch tatsächlich eine Person, die euch hier gute verbindliche Qualitäten mitbringt. Es kann auch die Liebe betreffen, also alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Und unten habt ihr noch Familienthemen, aber natürlich auch das Eröffnen eines Wissens, das Harmonie mitbringt. Gucken wir, was die innere Stimme euch zu sagen hat. Für die lieben Fische. Es sind auf jeden Fall verbindliche Lösungen. Ne? Hier ist die Lebensaufgabe, die sich umgedreht hat. Und unterm Deck haben wir noch ein neues Leben beginnt. Hier haben wir den Neubeginn. Ne? Schauen wir, was die zwei Karten euch zu sagen haben. Guckt mal, das ist so treffend. Hier im Hause des Unterbewusstseins liegen die Wege drin. Hier geht jemand straight seinen Weg nach vorne. Ne?
zwar beständig und zuverlässig, und es geht auch um Hingabe an die Dinge, die wir zu erledigen haben. Und es ist einfach die Aussage, dass ihr dabei seid, eure Lebensaufgabe in Angriff zu nehmen. Lebensaufgabe ist immer das, was man gerne macht, wo man seine Talente hat, wo man nicht kämpft, sondern wo man im Flow seine Gaben auf die Welt bringen kann, und zwar auf eine leichte, unbeschwerte Art. Und es ist auch so, dass ihr über Grenzen drüber kommt, die vielleicht vorher hinderlich waren. Ihr habt hier mit sehr viel Mühe etwas erarbeitet, was sich irgendwann bezahlt macht und einen Lohn auch darstellt. Also es geht darum, die Dinge des Lebens so zu machen, dass sie mit Hingabe und Leidenschaft gemacht werden und dass man sich nicht daran verbrennt oder ausbrennt. Gemäßigt und beständig bleiben und trotzdem freie Zeit haben und Körper und Seele so zusammenzuhalten, dass sie nicht müde werden, wenn man weitermacht. Manchmal muss man auch einen Schritt zurücktreten und sich nicht überanstrengen. Und es sieht so aus, als könnt ihr das sehr gut schaffen, verbindlich weiterzumachen. Denn ihr geht hier direkt mit der anderen Karte in ein neues Leben, das ihr euch erschafft. Hier ist ein Durchbruch, etwas, was sich offenbart. Das haben wir auch hier mit dem Buch. Und es ist endlich gelungen, aus dem Kopf rauszukommen, aus dieser Begrenzung, die hier auch liegt. Ihr kriegt das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen euch und eurem höheren Selbst besser wird und leichter, und dass die euch umgeben auch euch leichter erreichen können. Das sind Aha-Momente, Lösungen auf jeden Fall, und auch dieses Gefühl, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Beide Karten hier geben euch ein ungefähr gleiches Thema mit. Und zwar geht es darum, an die Bereiche zu gehen, wo man sehr viel kämpft und nicht im Fluss ist. Und es geht auch darum, wieder mehr der Intuition zu vertrauen, auf sich selber zu hören, mit seinen Kräften gut umzugehen, das Ego zurückzulassen, Dinge mal auf eine andere Art und Weise angehen, mit sich selbst im Dialog zu bleiben. Und euer Unterbewusstsein spricht sehr viel mit euch, und ihr dürft euch ein bisschen auf das Zuhören einstimmen. So, nehmen wir noch eine Karte. Was darf ich dem Kollektiv der Fische weitergeben? Habe ich jetzt schon wieder Schiffe gesagt? Fische, um Gottes Willen. Wie gut, dass ich über mich selbst auch lachen kann. Hier ist der Phönix, das passt sehr gut. Die Karte hat euch schon mal ermuntert, lasst euer altes Ego zurück. Hier wird etwas zurückgelassen, verbrannt, das nicht mehr zu euch gehört. Ihr habt sowas wie einen Aufstieg und einen Erfolg vor euch, eine tiefe Verwandlung. Und hier geht es tatsächlich um eine Verwandlung in den Bereichen, wo ihr vielleicht nie gedacht hättet, dass sich da was tut. Hier habt ihr ja das neue Leben in der Lebensaufgabe dabei. Also es ist schon ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass das viele von euch betrifft. Und es geht auch nochmal darum, Erwartungshaltungen, wie ein Weg gehen könnte, loszulassen. Denn es kommt hier vielleicht aus einer anderen Seite oder nicht daher, wo ihr gedacht habt. Ihr werdet in einen neuen Lebensabschnitt eintreten, aus der Asche emporsteigen. Und da, wo jetzt noch Nebel ist, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis hier Klärung und Wiedergeburt sozusagen stattfindet. Spannend. Hier sind mir zwei rausgefallen. Hier zeigt die Waage manchmal an, wenn es im Innern schwer wurde. Und das finde ich jetzt auch sehr schön, ne? Deine Geschichte beginnt hier.
Du hast jeden Tag die Chance, nochmal neu zu beginnen oder etwas Neues anzufangen und aus einer Situation, wo es auch schwer ist, rauszugehen. Unterm Deck haben wir noch, dass du nicht deine Diagnose Haarfarbe oder Figur bist, sondern dass man dich eben nicht in eine Schublade reinstecken kann. Ihr lieben Fische, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.